Jo, hi Freunde. Ich bin's ja jetzt tatsächlich. Also ich bin's jetzt, kann man mal sagen, wieder. Weil, ja, ich habe mich jetzt nicht ganz so dran an die Informationen in der Kanalinfo gehalten. Weil da steht ja jede Woche ein Video und ich glaube, ich habe mich jetzt ein bisschen schleifen lassen. Ich glaube, es kam jetzt eine Woche nichts mehr. Das ändert sich. Aber, ja. Yeah. Also wenn ihr dieses Video seht, also ich habe es wahrscheinlich gestern gemacht. Also gestern ist heute, aber da ich erst morgen, also heute hochladen werde und es erst dann heute, erst heute sehen könnten, nicht gestern, also doch heute. Ja. Und ja, wenn ich weiter so plappere, verliere ich selbst noch den Faden und das will ich nicht. Daher, naja. Also wenn das Video oben ist, dann, ja. Ja, jetzt kommt dann noch Showcase von Commander Cody in Schaukastenmodell mit Morgencom. Und ist wahrscheinlich am Ende der Woche oder am Donnerstag vielleicht schon. Also am Donnerstag kommt mal die Contest-Auswertung der ersten Runde. Am Donnerstag, vor den österreichischen Ferien zumindest, kommt dann die FAQ-Auswertung. Und ich habe schon gelesen, eine Frage ist, wie viele Lego Star Wars Figuren hast du eigentlich? Und da mache ich dann ein Video, wo ich alle Figuren, also ein Bild von den Figuren schieße und sie dann in einer Slideshow sliden lasse. Ja, genau. Und außerdem arbeite ich auch an Lego Star Wars Episode 3 in Klammer Old School. Daher, ja, ist gerade nicht so viel Zeit, so Plapper-Videos zu machen. Ja, also wir vielleicht erkennt oder wie ihr schon sicher gelesen habt, geht es um ein Review vom Set Jabba's Palast. Ich weiß, es ist schon etwas älter, aber es gibt auch mehrere Gründe, warum ich es mir gekauft habe. Erstens mal, weil es einfach so ein super cooles Set ist. Also ich wollte es mir schon am letzten Sommer kaufen, dann habe ich mir gedacht, nee, ich warte noch. Und jetzt habe ich es mir jetzt gekauft. Dann zweiter Grund, es war 10% billiger. Dritter Grund, es wird sich super in Episode 6, Klammer Oldschool, machen. War vierter Grund, glaube ich, oder was dritter Grund, naja, egal. Nächster Grund, wie ein paar von euch schon wissen, oder vielleicht ein paar auch nicht wissen, oder vielleicht überhaupt nicht wissen, wird dieses Set aus dem Sortiment genommen. Hoppa. Ja, jetzt gab es gerade ein Problem mit der Kamera. Wenn es nochmal passiert, entschuldigt es bitte. Ja, also wo war ich jetzt? Ach ja, noch wegen den Gründen. Also wegen der Volksverhetzung. Weil man darin eine türkische Moschee sieht. Und man das halt als Volksverhetzung sieht und halt als nicht geeignet einstuft. Und das daher auch noch einen super Seltenheitswert bekommt, wenn es dann weg ist. Ja. Und weil auch noch ganz, ganz tolle Figuren dabei sind. Ja, und jetzt würde ich mal sagen, plappe ich nicht mehr rum. Jetzt gehen wir in die Details von Jabba's Palast zu den Figuren. Und ja, hier sind die Figuren. Ja, also als Figuren, also die Figuren sind einmal hier Han Solo in Carbonit. Kann man hinten so mit den Fingern, so also mit den Händen da so ran tun. Sieht dann ganz cool aus. Dann Han Solo an sich. Mit offenem Hemd. Und einmal diesen ernsten Gesicht und diesen gerade aus dem Carbonit erwachenden, verzerrten, müden Gesicht Ausdruck. Ja, soweit so gut mit Han Solo. Dann hier haben wir Leia im Anzug des berühmt-berüchtigten Kopfgeldjäger Bosch mit einem Thermaldetonator als Scheibe
hat auch zwei Gesichter. Einmal dieses Ernste, also einmal dieses Liebe, einmal dieses Ernste. Und, was ich ganz besonders cool finde, der Helm von Bosch. Oh, hoppa. So. Scheiße, na egal. Dann haben wir hier Chewie. In Fesseln. So. In Fesseln. Halt. Oh, wo ist die Kamera? Hier. Auch kann, also auch ganz cool. Ich mag Chewie überhaupt. Ja. Dann die neuen oder beziehungsweise neueren Gamaronianischen Wachen. Richtig cool. Dann meine absolute Lieblingsfigur in dem Set. Beep Fortuna. Noch mit dem alten Set, nur mit dem alten Haarteil. Nur ist die Farbe jetzt, glaube ich, etwas hautfarbener. Weil ich glaube, im alten war die etwas bleicher, also etwas gelblicher. Bei der alten Figur. Und ja, sieht so eigentlich ziemlich geil aus. Dann auch noch ein Set-Highlight. Ola, also Ola, keine Ahnung. Das ist die arme Tänzerin, die sich dann doch weigert, Jabba, keine Ahnung, irgendeinen Tanz vorzuführen und in die berühmt-berüchtigte Rancor-Grube fällt. Also hat auch so ein erschreckendes Gesicht und halt die so einen coolen, so coole Tentakeln, also Legos. Los. Ja, wenn ich mich mal bemühe, die Legos wieder drauf zu tun, kommen wir auch gleich zur nächsten Figur. Das ist Salacious B. Crump. Das ist ein Echsenaffe, der mal auf einer Raumstation herumgelungert hat und dann von Jabba Essen klauen wollte. Daraufhin wollte ihn Jabba fressen, aber jetzt muss er ihn jeden Tag einmal zum Lachen bringen, sonst wird er gegessen. Ja, das ist dieser kleine Affe, den ihr wahrscheinlich kennt. Ist also ein Gummi. Und dann hier der neue Jabba. Kann sich jetzt so drehen. Sieht plumper aus, was ich cool finde. Und hat hier am Arm auch so ein Tattoo. Und dann noch ein Baoma-Mönch. Ja, das war's von den Figuren. Und jetzt gehen wir mal ans Set an sich. Also mal zu den eigentlichen Fakten. Das Set ist von ist von 2012. Aus dem Jahre 2012. Set Nummer 9516 und es heißt Jabba's Palace. Jabba's Palace. Ja, oben sieht so aus. Neu. Es gibt zwei Anleitungen. So sehen die Anleitungen aus. Blättern wir mal auf. Und da ist halt der Maul oben. Ja, und jetzt zum Palast an sich. Also ich würde sagen, wir bleiben mal hier. Und ja, es ist ziemlich dunkel. Daher nehmen wir hier mal die Decke ab. Ihr seht, hier ist diese Wasserpfeife, aus der Jabba gerne raucht. Ja, hier ist eine Box, wo man Waffen reintun kann. Und hier ist ich zeig's euch, kann man Hans Statue so rantun. Ja. Dann hier ist ein Thron, der ist verschiebbar. Und hier das Coole. Es gibt ja auch das Set von der Rancor-Grube. Ich kann es euch trotzdem mal vorzeigen. Stell jetzt mal Olla einfach so her. Und jetzt. Na, ja, das hat nicht geklappt. Normalerweise sollte sie dann da reinfallen. Ja. Und hinten ist auch noch ein kleines Lämpchen. Ja. Dann kommen wir zum Dach. Ja, gibt es einfach nicht viel zu sagen. Aber es hat eine Kanone.
ja, sie ist eigentlich ganz cool entworfen, das Dach. Ja, also, ja. Nach dem Turm gibt es hier die Eingangshalle. Dann hier noch so einen Raum, wo eine Flasche Rum oder irgendein alkoholisches Getränk drinnen ist. Und ein Box mit einem Gewehr. Eine Box mit einem Gewehr. Und hier noch so ein Turmzimmer, wo oben, wie man den Bild sieht, eine gamelianische Wache halten kann. So was anderes ist ja nicht zu gebrauchen. Und ja, man kann das Dach auf- und abnehmen. Es ist nicht fest, sondern hat hier diese, wo ich mir Finger drauf zeige, mit dem Daumen. Diese Teile, die rasten da so ein. Und dann kann man das auch draufsetzen. Ja. Von außen sieht der Turm so aus. Und hier sind auch noch so kleine Geschütze. Zumindest nehme ich an, dass das Geschütze sind. Und ja. Und dann hier gibt es diese Gucker, die ja viele haben. Die halt schauen, wer da gerade vor der Tür steht, wer geklopft hat und so. Und ja, also es ist da hinten noch so ein gelbes Rasterteilchen dran, damit das auch nicht raus kann. Das Auge. Und hier oben, wenn man das so macht, also wenn man die Stange so rauf tut, kann man so hochziehen. Natürlich muss man dieses Auge erstmal einziehen. So. Und das hier so ein Loch hat, kann man es auch noch so einrasten. Und man kann schon eintreten. Ja, das war's im Prinzip schon auch vom Set 9516 Jabba's Palast. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, Ferienzeit ist Videozeit. Also freut euch auf die Ferien, wenn ihr meine Videos mögt. Und ja, genau. So ist die Sachlage und ciao.